Very interesting sometimes. Ich einfach keinen Bock zu durch die Stadt. Ich fahre gern mit der U8, ja. There are different kind of trains, you know, trains where you, like four seats together in front of each other. This one is a little bit confusing because, you know, everyone is sitting and like facing the other people on the other side. So most of the people close their eyes, listen to music or just look at the ground because they don't want to look at each other. And that's what happened to me the most time. I just close my eyes. I don't want to look at the people. I don't want to stare at them. My name is Talal. I'm from Syria. Aleppo, specifically. I don't like this silent eye contact. It's helpless. Yeah. But still, it's not really comfortable to be on the train, for me personally, because you always have this sound, you know, like this one, for example. This sound reminds me of Syria, when the air forces bomb something and when they shell something. When the airplane goes down to drop the bomb, it's exactly the same voice, and that is why I always use headphones or something. Just not keep listening to this one. It just make me, more sad. Remember the days in Syria. That's why I don't like. I wish people were a little bit more smiley. Sometimes I'll smile and then I'll get a stone face back. My name is Sue Ellen, and I've been in Berlin for I guess almost 5 years now. Well, I had itchy feet. I've lived in a few different countries. I'm from New York City, but I lived in China, I lived in Paris, France, and I lived in Mexico for 7 years, most recently. Not difficult to meet people at night on the U-Bahn, I guess, if on this line when the people are drunk, you could probably start up a conversation pretty easily. But apart from that, I believe it's not really, you know, part of U-Bahn protocol to strike up a conversation with strangers. Like the last time I went home, someone shouted out, like on the subway escalator, "No texting and walking." Just shouted that out, and then another time a guy here, no, this is in New York, yeah, another guy looked over my shoulder and said, "What are you reading?" So just on the subway platform he stuck his nose in my book. You know, the most boring things I find is Berliner Fenster, because they only show some news, and if you are like me, you can't read German very fast and you can't understand it very fast, you miss the news because it only comes for like 5 seconds, and you have to read like 5 or 6 lines in 5 seconds, which is very difficult. I don't know, they only focus on German news, and everyone look at it, they just want to skip from someone staring at them. Ja, aber man muss halt auch Lust drauf haben, ne? Das Schlimme ist halt, wenn man so oft hier in der U-Bahn schon gefahren ist und schon die eine oder andere Geschichte erlebt hat, dann weiß man auch so unmittelbar, auf was man sich einlässt. Manchmal hat man einfach keinen Bock drauf. Man hat keinen Bock, irgendwie angegrunzt, blöd angeguckt zu werden oder einfach nur diesem lauten, unberechenbaren Konglomerat an Menschen irgendwie zu landen. Dann greift man halt auch für andere Verkehrswege zu. Es ist ja in Berlin so, dass wir sehr verwöhnt sind in Bezug auf die Möglichkeiten. Ich heiße Lennart. Ich bin in Berlin geboren, bin Jahrgang 87.
bin in Südberlin, Südwestberlin geboren. Mal hier, ein klassisches Beispiel. Junkie irgendwie eingepennt, Polizei, Kinderwagen, alles auf einmal. Ich glaube, als ich hergezogen bin, gab es diese langen Züge noch nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige. Da gab es mehr diese... Man sah sich nicht so viel gegenüber wie jetzt. Ist ein bisschen konfrontativer. Es ist oft viel los. Ist schon was hier... Ich bin da manchmal happy, dass ich, wenn ich dann irgendwie mein Fahrrad dabei habe, dass ich so ein bisschen meine Schutzzone habe. This is the line in Berlin, which I find the most homeless people on. And people I don't always feel safe around. U8 ist speziell, voll von Obdachlosen, was mich persönlich nicht stört, aber die U8 wird auch als Heroinbahn bezeichnet tatsächlich. Die ist immer voll und oft aggressiv, eine unangenehme Situation, nicht gefährlich. Es ist immer voll, diese Strecke, Alter. Meine Strecke ist immer voll. Gehört auf jeden Fall zu den U-Bahn-Linien, wo man hin und wieder mal in den Genuss kommt, den Waggon wechseln zu dürfen oder zu müssen. Entweder aus Platzangst oder aufgrund von der einen oder anderen Überraschung, die einen dort übermannt. Immer sehr stark schockiert sind tatsächlich die Junkies, weil das eine Gesellschaftsklasse ist, die für mich einfach sehr unberechenbar ist. There are fewer Asians here and fewer people of color. That's also, you know, reflects the demographics and the immigration, etc. So in New York, perhaps in a subway car, you'll see equal parts Asians, people of color, Hispanics, white. You'll see like almost equal portions of each shade that exists in humanity. But here, I think customers reflect the migration patterns or the heritages, nationalities that live in Berlin. So perhaps you might hear a little bit more Arabic on this subway line, maybe a little bit more Turkish. Ja, die wird Turkman genannt. Ich der Osmane. Aber ich bin nicht ganz Türker, ich bin halb Araber, halb Türker. Also mein Mutter kommt aus Türkei, mein Vater ist Araber. Ich verstehe aber halb. O8 is always full of Arabic and Turkish people, as you know. So most of the times when you cross between Alexanderplatz and Hermannplatz, you will find the train like 90% of them are Arabic and Turkish people. I feel home. Every line in New York is like this line all the time. We have more people, amazing people watching on the subway 24 hours a day, every line. It's funny here in U8, if you speak on the telephone Arabic, because everyone will know what are you talking about. I mean, maybe you find some German people who are not interesting, they want to listen what you're saying, but Arabic people, all of them, they're just like looking at you, like giving their ears, they just want to listen and hear what you are saying, and that's, you know, that's kind of cool and not cool at the same time. Die deutsche Sprache war so kompliziert, sie hat mich kaputt gemacht. Ich habe die andere Sprache ein bisschen vergessen, weil ich immer Deutsch rede und andere Sprache nicht rede. Und dann, ja, es ist ein bisschen. Aber Araber ist besser als die Deutsche. I hear more Arabic. You know, I know what Turkish sounds like and I know what Arabic sounds like. And I hear Arabic often. But of course, this is not scientific, but that's what I hear. Radwan! He's my roommate, actually. I don't know what he's doing here. Viele Flüchtlinge. Ich mag die nicht, weil ich bin selber Araberin, aber die sind komisch.
pöbeln. Die gucken komisch, die... Die pfeifen, die knutschen, die... Machen einen an, ja. So, man... Die sind einfach respektlos. Ja? Ja, die sind respektlos. Nicht alle? Aber nicht die, alle, die, ja. Frauen, die Frauen sind alle nett. Aber die aber Männer... Die, in der U-Bahn, die Männer sind alle scheiße. Ja, wir sind aus Berlin. Geboren und aufgewachsen. I was looking in front of me and they were a nice girl. And she was, we were like, we had eye contact for like 30 seconds. But then we couldn't do anything else except eye contact. That was bad because I wanted to talk to her. I wasn't gonna talk to her, but I wanted to, but I couldn't. Because just on the train, a lot of people, you know, you can't go to do this unless you're a really strong person. هلا انا رايح باتجاه اللين شتراسه. Party on Samstag und Freitag abends. This is a good place to observe people. Yeah. And there's a lot of, you know, nightclubs on this line. Yeah, she has on a reflective workers, bright yellow jumpsuit and hair braids to match. And I wonder where they're going now. Let's see where they get off. So it's either Kit Kat Club Trésor or Discothek Melancholie, Sie haben drei Optionen. Wir sehen wunderschön aus, total beglitzert. Originell. Ja. Originell, originell es, aber Berlin. Wir sehen einfach Berlin aus, würde ich sagen. Very colorful. They look semi-professional, but more like professional partiers. I'm going to Hermannplatz, going to visit a friend of mine. We're gonna have dinner together and then we will go to party. The party is in Oslo Strasse, so we're gonna be using U8 the whole day. Yeah, I usually use U8 like 3 or 4 times in a week, sometimes more if I have something to do in Kutpasatur or in Hermannplatz, because I have to do a lot in this particular area. Aber es ist manchmal ein bisschen schmutzig, wie Sie hier sehen können, besonders diese Station. Sie wissen bestimmt schon, worum es geht hier. I'm gonna get off at Côte Boussatour. My hamburger. You wanna have? Ich bin hungrisch. Are you sure? Yeah, yeah, on Côte Boussatour sometimes I see friends in the coffee and it's a very popular area here. Sometimes I go to buy weed from Côte Boussatour next to the door of the station. When you just get out of the train and go upstairs, you will find the dealers everywhere. Ich muss mein Bein hier ausstrecken und ich möchte gerne, dass Sie respektvoll sich verhalten. Dann fahren Sie besser Taxi. Nein, dafür habe ich kein Geld. Das ist genau nicht mein Problem. Naja, ich setze mich in die U-Bahn und muss mein Bein ausstrecken. Und genau deshalb muss jeder darauf Rücksicht aber nehmen. Aber niemand hat aber Problem. Aber warum muss jeder auf Ihre Scheiße Rücksicht nehmen? Weil Sie doch wissen, dass es so ist. Haben Sie und dann gehen Sie dahin. Gefühl mit anderen Menschen? Doch, aber nicht, wenn jemand... Bewusst. Sie sind so. Bewusst. Sie haben so bewusst. Eine Aggressivität in Ihrem Gesicht. Warum? Genau. Warum? Weil die meisten Menschen leider Gottes nur Schwachsinn reden. Sind wir am Alexanderplatz? Ja. Dann muss ich Sie Gott sei Dank verlassen. Ja. Sie müssen sich doch nein, mit so jemandem nicht ausmachen. Nein, nicht mit so jemandem. Der versteht doch gar nichts mehr. Aber er war nicht betrunken wie viele andere. Er versteht nicht mehr nüchtern gewesen. Aber trotzdem, man versteht auch nüchtern nichts. Und man muss reden. Man muss einfach immer wieder reden. Vor allen Dingen, wir sind viele. Und wenn wir keine Zivilcourage haben und immer uns ducken und immer uns... Weil er kam hier an, ich saß hier und er kam hier an und so. Und
dass ich, wir müssen reden. Wir müssen mit diesen Männern reden. Trotzdem habe ich ein Genugtuungsgefühl jetzt dabei. Der steht nämlich nicht am Alexanderplatz. Der steht jetzt am Cottbuser Tor. Sehr gut. Jener, der dazu gehört, schon sehr viele Jahre mit dieser Bahn gefahren zu sein, auch schon sehr viele Schicksale dort gesehen hat. Also, ich nehme mal ein Beispiel, es gab einen jungen Mann, der hat damals in der U8 immer ein kleines Radio dabei gehabt, vielleicht Anfang 20, Mitte 20 maximal, Cappy, okay gekleidet, Bomberjacke, hat gerappt, wunderbar, geile Texte, guter Flow, eigene Instrumentals gemacht, durch die Bahn gelaufen. Und den hat man so über die Jahre halt sich weiterentwickeln sehen. In seinem Fall war es leider ein sehr starker Schicksalsschlag. Als ich dann ein paar Jahre mal weg war und ihn nicht gesehen hatte, kam er plötzlich wieder, dann hatte er kein Radio mehr, hat trotzdem noch gerappt, war nicht mehr ganz so frisch und gut, aber immerhin hat er noch Musik gemacht. Ein paar Jahre später hat man ihn halt gesehen, der nicht mehr gerappt, hatte ziemlich zerfledderte Kleidung an, hat nur noch um Geld gebeten. So sieht man halt die Schicksale sich weiterentwickeln. Ich kenne sehr gut diese Stadt. Yeah, I'm wearing a bodysuit, or a catsuit, as they say. And it's got black and white triangles all over it, and a hood. And, I've worn this to Burning Man Festival. And I've also worn this to the same club once. when I wore it to Kit Kat, like 2 years ago, with weird robot glasses, they were like, you know what? It was the Saturday night where everyone is dressed with almost nothing. And they said, you know what? You're overdressed, but that's cute, so we're letting you in. Ich liebe die U-Arnett. Alles Verrückte, was es so in Berlin gibt. Party People um 6 Uhr morgens oder auch 2 Uhr nachts oder auch 12 Uhr mittags am Sonntag. That's kind of techno party. There are 5 singers, 2 DJs. It will start on at 9 o'clock and it will be over by 10 by 3 or 4 o'clock in the night. I'm so used to seeing funky people and wacky people that I'm almost immune to it. Ich habe mich bis heute noch nicht dazu entschieden, durchgerungen eine andere Linie zu nehmen. Manchmal nehme ich auch die U7, wenn mich der Weg irgendwo anders hintreibt. Aber wenn ich in die U-Bahn gehe und dort Gedichte verkaufe, dann in der U8. Ich liebe das Gleiche. Wenn ich eine gleiche Tour habe, jeden Tag, dann habe ich einen auch immer gleichen Alltagseindruck. Und dieser Alltagseindruck, der soll auch gleich sein, weil ich ja etwas Gleiches entdeckt habe. Ja? Und alles bedeutend sinnvoll ist. Also das heißt, ich liebe die Kultivation des Gleichen. Und ich sage in den Lärm, ich liege neben den Versuchen, über Lebenslang hinaus, zwischen den Händen und Beinen meines Tages ohne Sein. Und es kommt mir ein Verteidiger über die Lippen. Wenn ich aber an nichts denke und sage, zu den Sinnen, die im Kopf liegen, ich liege neben den Versuchen, über Lebenslang hinaus, zwischen den Händen und Beinen meines Tages ohne Sein. Und 3 Sekunden Platz lasse, genieße ich eine abenteuerliche Reise durch den finsteren Untergrund. Und ich möchte dir für 50 Cent aufwärts ein unendliches Gedicht zur Alltagsunterhaltung ans Herz legen. Möchtest du eins mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ich 50 Cent gerade habe. Ja, such mal. Und ich danke für deine Aufmerksamkeit. Gerne. Es darf auch gerne 100 Euro sein, aber du bleibst bei dem Preis, der nicht wehtut. Entschuldigung, eine Spinnelität. Entschuldigung, eine Spinnelität. Entschuldigung, eine Spinnelität. Nein, nein, nein. Die asozialste Strecke in Berlin ist nein, U8. Doch, nein, U6. Doch, U6. Definitiv, nein, U8. U8. Ja. Alle sagen das. Stinkt nach Pisse, viele Penner, viele Heroin-Junkies. Flüchtlinge sind weg. Und die ganze... Sie ist selber Araberin. Berlin ist voll, kein Platz mehr. Ich bin selber Ausländerin, also. Wir alle.
Endbahnhof. Bitte aussteigen. Thank you.